Und damit herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Schiffsfeier Unleashed. Wir schauen jetzt mal kurz, was ich hier falsch gemacht habe. Denn Niki hat mir geschrieben, ja, Fisch, du bist doch dumm. Das dauert 10 Sekunden zu googeln. Mach doch mal. Hat er absolut recht mit, ich habe mir seinen Scheiß noch nicht durchgelesen. Erstmal, the fuck ist das für Mucke? Vielen Dank dafür. Ich erkläre da gleich noch ein bisschen was zu. Er sagt auf jeden Fall, ich soll die Tempoempfindlichkeit ausstellen. Muss gerade mal ein bisschen mit meinem Kabel wackeln. Mein Kabel ist nicht mehr so ganz gut. Ich mache jetzt erstmal nur die Tempoempfindlichkeit aus. Den Rest mache ich beim nächsten Mal. Wie gesagt, der kompletter Schmutz. Ich soll das hier noch irgendwie umstellen, aber das gucke ich mir dann an. Ich habe jetzt gerade echt nicht viel Zeit. Es gibt heute ein 2-Minuten-Video. Wenn überhaupt. Geile Todzone übrigens vom Controller. Ja. Wir machen heute ein bisschen Modern B. Und zwar in London. Ich denke, wir schaffen die beiden Sachen hier. Hoffentlich. Ich habe nämlich heute wirklich nicht viel Zeit. Ich habe gerade nicht drauf geachtet, mit welchem Auto. Ich gehe mal vom Ford Fiesta oder vom Caterham aus. Ich glaube, das waren unsere beiden Modern B Autos. Ich habe mein Essen hier auch noch rumstehen. Okay, hier gibt's nicht viele Kurven, also sind Caterham, okay. Gut. Die richtige Linie durch die Schikane, um keine Zeit zu verlieren. Nimm aber nicht zu viel Schwung in die nächste Kurve mit. Viel Glück, Mann. Ich werde es versuchen, Bruder. Los, los, komm, grünes Licht! Okay, fährt sich instant komplett anders. Okay, das ist jetzt schon tausendmal besser. Allerdings muss ich immer noch lenken wie ein Affe. Um ein bisschen zu lenken. Niki hat mir ein Foto vom Caterham geschickt, dass er wirklich einen geringen Lenkbereich hat. Ja, aber die Räder sehen sehr extrem aus, wenn das Ding lenkt. Also die stehen richtig schief. Optisch. Bell. Über den Curb mag jetzt nicht so drüber geballert zu werden. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, dass er so abgeht bei den Curbs. Okay, ich muss den Lenkbereich auf jeden Fall runterstellen, weil ich lenke mir hier gerade richtig einen Affen. Ihr seht das natürlich nicht. Ich habe übrigens seit 2 Wochen oder so gefühlt nichts mehr gespielt. Ich war ja übers Wochenende weg, wie ich auch in irgendeinem Part erzählt hatte. Freddy war ganz überrascht, er wusste das nicht. Ich meine, ich hatte das in irgendeinem Part angesprochen. Das war deutlich besser von der Schikane her. Okay, okay, okay. Das wird heute mit Fahren noch nicht so gut. Wir haben nur 10 Minuten. Ja, wir haben es gerade irgendwie kurz nach 10, Viertel nach 10 oder so. Ich muss um 10:30 arbeiten. Also ich muss um 10:30 zur Arbeit fahren. Um 10:30 zur Arbeit fahren, das heißt, hallo, Auto geradeaus bitte. Ich wäre schon gerne in dem Gang gewesen. Danke. Ich glaube, hier könnte ich sogar in die 2 runtergehen. Haben wir übrigens ein paar von den Track Toys angeguckt, die Niki unter einem Video geschrieben hat. Ich hätte richtig Bock auf sowas, aber leider nicht bezahlbar, ne? Donka Ford ist ja auch sowas, aber die sind ja noch teurer. Die neuen zumindest. Ich habe auf die alten jetzt nicht so geachtet. Ich habe natürlich immer nur auf das Neueste geguckt. Am besten schiebst du mich auch mal ein bisschen an, Junge. Alter! Ein 4-Runden-Rennen, okay. Ich kann übrigens ein paar lustige Sachen erzählen von Fehmarn. Wir haben da ja
Wohnwagen quasi abgerissen. Endlich mal. Ja, hat gut funktioniert. Sehr viel Schrott mitgenommen, aber darüber erzähle ich mal wann anders. Erstmal fahren wir jetzt hier diese zwei Runden. Und dann lade ich schnell dieses Video hoch. Wundert euch nicht darüber, wenn es kein Thumbnail hat, der Titel vielleicht nicht vollständig ist oder so. Alles sehr spontan heute. Übrigens ziemlich anspruchsvolle Rennstrecke meiner Meinung nach. Ziemlich eng, aber dennoch recht zügig unterwegs hier alles. Fühlt sich zumindest alles so an. Ich meine, ja gut, hier bist du schon wieder fast auf 200, ne? Mir fährt doch gleich safe wieder einer in den Arsch und dreht mich. Alter Schwede. Waren unterwegs noch bei einer Freundin in Lübeck. Wo es auch sehr schön ist jedes Mal. Freut mich auch jedes Mal sehr dolle. Alter! Meine Güte, komm. Aber Lübeck ist auch echt schön. Also nicht. Zumindest nicht zum Fahren. Wir waren jetzt nicht in der Stadt. Aber zum Fahren ist Lübeck komplett zum Kotzen. Wahnsinnig gut gefahren, Mann. Naja. Los, sieh zu, ich habe keine Zeit. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob ich mir einbilde, dass die Lenkung jetzt komplett anders ist, aber es fühlt sich schon komplett anders an. Am Start wird es eng zu gehen. Nimm dich vor Kollisionen nach, solange das Feld noch dicht beieinander ist. Und lass dich nicht von der Embankment-Schikane aus dem Konzept bringen. Embankment-Schikane, ja, klar, Bruder. Selbstverständlich. Ich lass mich nie von irgendwas aus dem Konzept bringen. Ja, hier ist sehr eng. Hier ist echt arscheng. Achso, und noch zu der Lenkung. Ich habe das mir jetzt nicht so genau angeguckt, was Niki mir da geschickt hatte. Aber hat der Caterham eine Direktlenkung? Also wie ein Kart? Tue mal so, als ob ich da gerade nicht absolut die Kontrolle verloren hätte. War schon mal ein deutlich besserer Start. Bei dem ich vergessen habe, dass hier eine Kurve kommt. Möchte man dazu sagen. Man kann natürlich auch erstmal vergessen, dass da eine Kurve kommt. Das funktioniert ziemlich gut. Dass man dann einen Abflug macht. Also, ne? Nicht, dass ihr da was Falsches jetzt denkt. Ich finde es gut, dass es hier zwei Passagen gibt, aber nur eine irgendwie für Ideallinie gefahren werden kann. Gibt es da wirklich auch zwei Passagen? Und wenn ja, warum zum Teufel? Eine für die Leute, die langsam fahren wollen, oder was? Wie lange der auch immer braucht, um das scheiß Auto wieder anzureißen. Das sind zwei Rundenrennen. Wir versuchen mal hinterherzukommen. Ich denke, das hat jetzt schon keinen Sinn mehr, aber ich habe jetzt nicht noch Zeit, fünfmal neu anzufangen. Das hier wird wahrscheinlich die Beckham-Schikane sein. Okay, ich muss nochmal neu anfangen. Junge! Ich hatte ja eben auf der Strecke nicht so viele Probleme mit dem Scheiß. Er sagt mir sogar extra noch. Alter, wieso habe ich gerade Lags? Ich hoffe, ihr habt die auch gesehen. Ich habe gerade leider nicht darauf geachtet, wie die Framerate war. Hallo! Sag mal, bin ich behindert oder was ist hier los? Tief durchatmen, konzentrieren, mach dich bereit. Du kannst das Ding gewinnen. Thank you.
Ja, den Lenkwinkel muss ich noch ein bisschen einstellen, aber mit Niki seiner Anleitung kriegt das bestimmt hin. Hoffe ich. Aber es scheint wohl ein bekanntes Problem zu sein. Niki meinte, kostet 5 Minuten googeln. Dazu möchte ich auch noch was sagen. Es ist durchaus möglich, dass das nur 5 Minuten googeln kostet. Ja. Aber. Ich spiele ja nicht nur ein Spiel, ja. Ich spiele ja irgendwie. Das ist jetzt der 8. Need for Speed Challenge Spiel oder so. Und ich hatte bis vor 2 Teilen bei jedem Teil so hart Probleme mit den Spielen, weil sie am Anfang einfach überhaupt nicht funktioniert haben oder weil ich am Anfang angefangen habe zu modden. Und ich bin überhaupt nicht der Typ, der irgendwie so Bock hat, Spiele zu modden und sowas, aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe jetzt nicht übermäßig viel Zeit, ja? Manchmal mache ich mir die Zeit auch einfach selber kaputt, weil ich viel zu viel auf YouTube rumhänge und Dinge gucke. Aber zumeist habe ich auch einfach wenig Zeit, weil ich, ja, sagen wir einfach mal, ein bisschen was zu tun habe, ja? Ich habe einen Vollzeitjob, ich habe nebenbei noch andere Hobbys außer Zocken. Und mein Hobby ist halt Zocken und nicht an Spielen rumprokeln, solange bis sie funktionieren. Das kotzt mich immer maßlos an, wenn ein Spiel out of the box nicht perfekt funktioniert. Davon kann man heutzutage leider überhaupt nicht mehr ausgehen, dass Spiele out of the box perfekt funktionieren. Weil welches Spiel funktioniert schon out of the box wirklich gut? Among Us, tatsächlich, ja. Aber ansonsten fummelt man irgendwie gefühlt echt viel an Spielen rum und moddet. Ist auch ein Grund, warum ich ETS 2 nicht wirklich hart modde, weil ich einfach keinen Bock darauf habe. Ich habe ein einziges Spiel früher mal wirklich hart gemoddet und das war GTA. Und auch da nur, weil Freddy mir gezeigt hat, wie es geht. Ansonsten hätte ich da überhaupt keinen Bock drauf gehabt, bin ich ehrlich. Weil ich will Zeit mit Spielen verbringen und nicht Zeit damit verbringen, dass das Spiel geil läuft. Ich hätte gern, dass das Spiel geil läuft. Versteht mich auf keinen Fall falsch. Mich freut das, wenn Katzenränger im Hintergrund komplett durch. Wenn das Spiel gut ist und wirklich gut funktioniert und das Lenkrad toll eingebunden ist. Assetto Corsa hat das meiner Meinung nach ein bisschen besser gemacht. Da funktioniert das Out of the Box schon relativ gut, wenn man dem Logitech Launcher sagt, Bruder, lass keine Änderung vom Spiel zu. Weil wenn man das zulässt, dann, weiß ich nicht. Ich spiele Assetto Corsa mit ziemlich viel, Force Feedback. Und mit ziemlich hoher Rückstellung von der Lenkung, damit sich das halbwegs realistisch anfühlt. Und wenn man das umstellt, dass das Spiel Änderungen vornehmen darf, dann hat man irgendwie relativ viel Spiel in der Lenkung. So. Reicht aber auch erstmal für heute. Fazit auf jeden Fall, ich mag das Spiel gut laufen, aber ich mag es nicht, viel Zeit da rein zu investieren. Katzis! Hey! Nein! Dumme Katzis. Fazit, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin habe ich hoffentlich mich ein bisschen um die Lenkung gekümmert. Danke für die Tipps, Niki. Bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.